ein Hotelier, in seiner Freizeit Comedian. Ilmar Tessmann betreibt im Görtschitztal Eberstein das Biolandhaus Arche. In seiner Freizeit steht er gerne auf der nahen Bühne. Jetzt nahm er zum ersten Mal beim Klagenfurter Kleinkunstpreis Herkules teil. Schönen guten Abend. Das ist ein seltener Anblick. Keiner von euch verwendet gerade sein Handy. Ich möchte mich ausdrücklich dafür bedanken. Wobei, also praktisch sind die Dinger ja schon. Ich war so ein neues Smartphone mit Face ID. Ne? Da kann man tatsächlich allein durch drauf schauen, das Handy entsperren. Ne? Jetzt habe ich die letzten 3 Monate ein bisschen zugenommen. Jetzt sagt das Handy zu mir, nein, Sie sind nicht der Ilmar Tessmann. Sie sind ein Handy. Na, ich bin immer so mein Gesicht zusammenzwicken, damit ich überhaupt in mein Smartphone hineinkomme. Woher kommt die Liebe zum Kabarett? Naja, wahrscheinlich von den Eltern. Der Vater hat immer gerne Witze erzählt und die Mutter war eigentlich recht eine bekannte Schauspielerin für ihre damaligen Verhältnisse in den 50er, 60er Jahren. Das hat sich dann doch irgendwie auf mich auch übertragen. Da geht ja alles automatisch. Du weißt, bevor du dein neues Auto jetzt, nicht? Also Licht, draußen wird es finster, ne? Licht geht automatisch an. Ne? Oder es fängt an zum Regnen, nicht? Die Scheibenwischer gehen automatisch an. Na, oder bei dir sitzt, ne? Leih mal Knöpf zum Drücken, gell? Rückwärts, vorwärts, das ist ja nichts mehr. Das ist ja früher, das war noch anstrengend, das war noch Arbeit. Ne? Du hast so einen Hebel gehabt, ne? Dann hast du den gedruckt, hast du zurückgefahren bis zur Heckscheibe und dann hast du, ja, und dann hast du vorhoppeln müssen, bis du wieder in der richtigen Position warst. Ne? Wenn du schnell warst, bist schon am Lenkradl gepickt. Na, das ist überhaupt nichts. Und bei den Fenstern, bei den Kurbeln, nicht. Das war Arbeit. Du hast kein Fitnesscenter gebraucht. Ne? Nein. In die 70er Jahre, das waren für die besseren Liebhaber. Gell? Die haben gewusst, wie der Sessel umklappen geht. Nicht gleich, Wie wichtig ist es für Sie als Hotelier, Ihre Gäste zum Lachen zu bringen? Na, ganz wichtig. Man ist ja auch sowas wie der beste Freund. Man will sie unterhalten, man will eine gute Stimmung haben. Und so kann natürlich ein guter Witz oder ein gut vorgetragenes, kleines Gasthauskabarett einfach die Stimmung heben. Und eine gute Stimmung ist immer wichtig für ein Hotel. Ne? Seine Gäste schätzen nicht nur die gute Küche, die herrliche Aussicht im Hotel, nein, sie schätzen den gesunden Schmäh des Gastgebers. Und wie haben wir reagiert bei uns im Hotel? Ne? Ihr kennt es bei den Chinesen, da gibt es ja diese Glückskekse nach dem Essen. Ne? Das geht für Deprimierte gar nicht. Deswegen haben wir jetzt eigene Unglückskekse mit eigenen Sprüchen entwickelt. Ne? Der bekannteste ist dann etwas so, lächle, am Morgen, dann hast du es hinter dir.